es wird nochmal richtig teuer hier auf der CP Plus, und zwar mit der Canon EOS 1 DX Mark II. Knapp 6.000 Euro soll die Kamera kosten, wenn sie denn erhältlich ist. Mir gefällt sie schon richtig, auch wenn ich sie mir wahrscheinlich nie kaufen werde. Warum? Das erfahrt ihr jetzt. Der Fokus bei der Canon EOS 1 DX Mark II liegt ganz klar auf dem Thema Geschwindigkeit, seien es nun Video- oder Fotoaufnahmen. Legen wir erstmal los mit Fotos. Da hatten wir einmal den Serienbildmodus, und jeder, der auf dieses klassische DSLR-Geräusch steht, dem wird wahrscheinlich jetzt gleich das Herz aufgehen. Ihr hört schon, die Kamera kommt auf knappe 12 bis 14 Bilder pro Sekunde, je nachdem, in welchem Modus ihr es eingestellt habt, und hält das Tempo auch ziemlich lange durch. Das heißt, gerade natürlich professionelle Sportfotografen haben damit ein Tool in der Hand, womit man recht schwer schon sich dabei tut, irgendwie noch was zu verpassen, was man gerade aufnehmen will. Aber auch im Bereich Video hat sich einiges getan, und zwar gibt es einen 4K-Videomodus. Okay, das hatte die EOS 1 DC zum Beispiel auch. In dem Fall jetzt aber mit bis zu 60 Vollbildern pro Sekunde. Ist eine Sache, die aktuell noch nicht so wirklich wichtig ist, weil bisher recht wenige Fernseher das wiedergeben können, zumindest die Fernseher könnten es wiedergeben, aber die Player, die ihr dafür braucht, sind meistens noch nicht leistungsstark genug. Also ist eher eine Sache, die vielleicht in ein, zwei Jahren richtig spannend wird, aber ich sage mal, Profis kaufen sich schon recht selten eine neue Kamera. Da ist es gut, dass man da schon noch einen Schritt weiter gegangen ist als das, was es bisher eigentlich so im Markt gab. Auch beim Autofokus hat man noch ein bisschen nachgebessert, unterscheidet sich jetzt aber zumindest für mich auf den ersten Blick nicht großartig von dem, was ich von der ersten EOS 1 DX kenne oder von etwas neueren Canon-Kameras generell. Aber zumindest die Autofokus-Performance auch bei wenig Licht sieht hier eigentlich noch wirklich gut aus. Und auch der Tracking-Autofokus gefühlt, sofern man es hier testen konnte, funktioniert noch ein Stück weit besser als beim Vorgänger. Das ist erstmal ganz grob so die Verbesserung. Anschlussseitig hat sich eigentlich nicht viel getan. Ihr habt weiterhin zum Beispiel seitlich einen Gigabit-LAN-Anschluss. Das heißt, für die Leute, die jetzt wirklich im Profibereich arbeiten, ganz klar natürlich die Bilder schnell aufs Notebook oder auf den PC zu bekommen, unterwegs oder auch mit mehreren Leuten zu arbeiten. Auch natürlich mit drin USB 3.0 HDMI-Anschluss, versteht sich ja auch irgendwie von selbst in der Preisklasse eigentlich schon. Mikrofon, Kopfhörer und natürlich noch ein klassischer X-Sync-Anschluss, also für Blitze der etwas professionelleren Art ist auch vorgesorgt. Schulterdisplay habt ihr natürlich oben auch mit drauf. Natürlich ein sehr schickes Gehäuse mit integrierten Battery Grip, wenn man so möchte, also einfach ein bisschen größer nach unten gezogen. Von der Bedienung unterscheidet sich ein bisschen von der 5D-Serie zum Beispiel oder von der 7D-Serie, aber es ist eben auch das absolute Top-Modell, was Canon derzeit im Programm hat. Ja, in Sachen Verarbeitung auch nichts falsch gemacht, aber ich denke, da erzähle ich den Leuten, die sich für eine 1D interessieren, nichts Neues. Die waren eigentlich immer schon wirklich top. Sehr spannende Kamera, werden wir wahrscheinlich nicht testen, denn ich glaube, es ist einfach ein bisschen zu teuer. Aber wenn es euch doch interessiert, schreibt es gerne unten in die Comments rein. Würde mich mal interessieren, ob ihr sowas denn doch vielleicht sehen wolltet. Ja, das ist die EOS 1 DX Mark II. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Topmodell im Canon Line-Up. Stellt sich natürlich die Frage, was ist mit der Canon EOS 5D Mark IV? Kommt die denn vielleicht auch demnächst? Würde mich mal interessieren, eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Vielleicht sehen wir sie ja auch erst auf der Fotokina. Die ist schon wieder im September in Köln. Also, wenn ihr euch für Kameras interessiert, könnt ihr natürlich auch da vorbeischauen.